mitten auf der Baustelle für den neuen Passauer Müsli-Laden. Und hier in Passau hat ja tatsächlich alles angefangen. Nicht nur die Geschichte von meinem Müsli, sondern auch die Geschichte der meinem Müsli-Läden. Weil 2009 haben wir hier in Passau den ersten Laden aufgemacht. Und das war damals ein ziemliches Abenteuer, obwohl er wirklich klein war und damit auch überschaubar. Aber wir hatten noch nie irgendwas offline gemacht. Wir waren ja eigentlich eine Webseite. Aber jetzt, ein paar Jahre später, ist es so, dass uns der Laden einfach zu klein geworden ist und endlich haben wir eine andere Fläche gefunden und deswegen ziehen wir jetzt um. Morgen ist es endlich soweit. Unser neuer Laden in Passau eröffnet in der Theresienstraße 5. Das ist direkt ums Eck vom alten Laden in der Rosengasse. Aber der neue Laden ist viel größer, wir haben viel mehr Platz für all die tollen Müslis, die wir inzwischen haben. Und wir haben ein großes Lager, was super ist, weil wir endlich die ganzen Müslis auch wirklich aufbewahren können. Und es gibt einen großen Platz für den Hotspot. Das heißt, die Kunden können sich online im Müsli zusammenstellen und sich dann bei uns im Laden wieder abholen. Außerdem gibt es natürlich weiterhin den Kaffee von Green Cup Coffee, es gibt Tee von Tree of Tea und natürlich frisch gepressten O-Saft. Noch sind wir zwar nicht ganz fertig mit dem neuen Laden, aber die Nacht ist ja noch lang und morgen früh ist dann der Laden bestimmt genauso schön, wie wir ihn gerne hätten. Und wenn die ersten Kunden dann kommen, dann fühlen wir uns bestimmt direkt wie zu Hause. Auch wenn der Abschied vom alten Laden natürlich noch ein bisschen schwer fällt.